Wie schon im letzten Video erwähnt, geht es heute auf die andere Seite Dänemarks. Nach einem langen Fahrtag finden wir wieder einen zauberhaften Stellplatz und lassen den Abend schön ausklingen. Bevor wir heute auf die Insel Mön fahren, machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp in Faxe, um uns den Kalksteinbruch anzuschauen. Das wunderschöne türkisfarbene Wasser lädt eigentlich zum Erfrischen ein, aber die Wassertemperatur beträgt im Sommer 8 Grad Celsius. Das ist uns dann doch ein bisschen viel Erfrischung. Schloss Liselund, das kleinste Schloss Dänemarks, mit einem zauberhaften angelegten Park, der mit seinen vielen großen Bäumen an heißen Tagen Schatten bietet. Liselund ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Wer an der Geschichte zu Liselund interessiert ist, ich setze euch einen Link unter das Video. In Klintholm haben wir dann übernachtet. Der Stellplatz ist kostenlos und offiziell. Er ist unweit von den berühmten Kalksteinklippen, die man sich durch 15 Minuten Treppensteigen sowohl runter als auch aber hoch erarbeiten muss. Aber es lohnt sich. Es ist wunderschön hier. Von Mönklint geht es nun weiter bis nach Lolland, genauer gesagt bis nach Bandholm zum nächsten Stellplatz.
Der ist ganz in der Nähe des Knuthenborg Safari Parks und den wollen wir uns morgen anschauen. Keep the loved ones close, close enough. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see. So, liebe Videofreunde, letzter Tag in Dänemark und den wollen wir heute nochmal nutzen. Und zwar fahren wir jetzt, wie heißt das, Knuthenborg? Ja. Knuthenborg in den Safari-Park. Wir haben ganz in der Nähe in Bandholm heute gestanden. War auch ein schöner Stellplatz. Und unweit von diesem Stellplatz ist halt dieser Safari-Park. Und da wollen wir jetzt mal hin und wollen uns den mal angucken. Good morning, two persons please. Ja. So, wir sind jetzt drin und die ersten Meter unterwegs. Mal gucken, was als erstes kommt. Wir haben gar nicht drauf geachtet. Jetzt müssen wir einfach gerade aufgefahren. Und irgendwo müssen wir auch noch stehen bleiben und frühstücken. Nimm mal weg, die Kamera. Jetzt besser.
Er sagt sie, check mal. Ja, was ist los? Ja. Weggeschubst. Komm her. Komm her. No, bye. Der hält beide Löcher jetzt zu. Zack, zack. Komm mit. Vergorene Früchte gefressen. We'll be right back.
Knotenburg war ein echtes Erlebnis. Ganze 6 Stunden haben wir hier verbracht. Ein wunderschöner Tag geht nun leider zu Ende. Bevor wir zum letzten Stellplatz in unserem Urlaub nach Rottby fahren, besuchen wir aber den Bäcker, wo es das beste Roggensauerteigbrot Dänemarks geben soll. Nun sind wir am letzten Stellplatz in Rottby angekommen. Von hier aus geht es nun nach einem Abstecher in Herlingenhafen, wo ich eine Freundin nach 15 Jahren wiedersehe und einen Besuch in Wismar nach Hause. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und mit uns gereist seid. Wenn euch die Videos gefallen haben, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Drückt doch einfach auf die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video von uns. Vielen Dank dafür und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.